Hallo Skat-Freunde, es ist Dienstag, Zeit also mal wieder für ein Let's Play Skat. Und da habe ich mir gedacht, weil erstens der Sommer ins Haus steht und ich deswegen womöglich in den nächsten Tagen und Wochen deutlich weniger oft auf Sendung gehen werde und weil ich selber das Gefühl hatte, in den letzten Online-Listen, zumindest denen, die ich euch gezeigt habe, da war so ein wenig der Wurm drin, habe ich jetzt einfach mir mal erlaubt, aus dem letzten Qualifikationszeitraum eine richtig schöne Serie rauszusuchen. Also für mich eine schöne Serie, so viel sei schon mal verraten, ein wenig Wohlfühlskat, einfach mal zeigen, dass das auch geht, dass es nicht immer dusselig läuft. Also Film ab für diese schöne Serie Skat. Erstes Spiel, ich sitze in Vorhand, höre 18 und bin hier ganz defensiv direkt ausgestiegen, obwohl ich natürlich durchaus in Pik oder Karo ein wenig Fantasie habe, aber ich wollte es hier ein wenig solide angehen, nicht gleich alles auf eine Karte setzen. Wenn du eben zu sehr übertreibst, dann kann man so eine Serie auch sehr schnell mal direkt am Anfang ruinieren. So, Mittelhand wird getrieben zum Herz Hand. Da habe ich, denke ich, mit Kreuz Ass und 10 eine gute Eröffnung. Läuft auch zweimal durch, 25 Augen. Kreuz Dame, der siebte Kreuz, eine ganz natürliche Fortsetzung. So, und das ist natürlich hier der erste Stich, der mir jetzt nicht so gut gefällt, denn dass mein Partner da schon drei Augen übersticht, deutet so ein bisschen darauf hin, dass sein Trumpf Ass in Gefahr war, dass er möglicherweise nicht die vier Trümpfe dagegen hat, die ich erhofft habe, nicht irgendwo Karo oder Pik blank abschmeißen kann. Und das ist natürlich nicht besonders gut für unsere Siegaussichten. So, 22 hat er gereizt. Da habe ich mir gedacht, womöglich spielt er Pik unter durch, tatsächlich. Deswegen der König hier rauf. Aber dass Spieler 3 hier auch sticht, untermauert meine These, dass es wohl nicht mehr allzu viel zu holen gibt, denn sonst wäre das natürlich eine günstige Gelegenheit gewesen, hier auch abzuwerfen. Ja, da geht die Karte auf. Ein 7-Trümpfer war es mit Karo Ass an der Seite. Ich vermute mal, ein Trumpf liegt womöglich noch. Seht ihr, mein Partner hatte auch nur die 2, deswegen hat er sein Ass auch schnell gerettet. Also kurz und schmerzlos, das erste Spiel Herzhand geht an Spieler 3. Hey, da sind sie ja. Nicht die zwei Könige, meine ich, nicht die eine Dame, sondern die vier Buben. Und Skat ist nun mal ein Bubenspiel, so wurde es mir gesagt, mit den Buben in der Hand, da reizt es sich einfach ganz entspannter und leichter. Und da kommst du selbst bei 18 ran, wenn du vielleicht noch nicht mal einen Vollen in der Hand hast. So, und Pik Ass ist natürlich eine willkommene Verstärkung. Damit hätte ich hier jetzt einen wirklich grundsoliden Pik 8-Trümpfer mit 5. Und trotzdem entscheide ich mich hier für einen Grang. Und das ist natürlich ein mir bekanntes, relativ großes Risiko, denn wenn Pik zu dritt steht, 8 Dame, 10 in einer Hand, dann gibt es da 2 Stiche mit Schmierung und dann gebe ich insgesamt 4 Stiche ab und es sind so viele Volle draußen, dass die Gegner dann fast nichts verkehrt machen können. Aber andererseits, das ist nur in ungefähr 20% der Fälle, dass Pik 3 zu 0 steht und beim Rocket auf der kurzen Distanz habe ich mir gesagt, da muss ich dieses Risiko einfach gehen, da muss ich hoffen, dass jetzt nicht einer von diesen 20% Fällen eintritt und ich versuche einfach hier mal die vollen Punkte, sprich die 120 Punkte mitzunehmen. Und auch das muss man natürlich sagen, wenn dann die Pik 10 vielleicht blank ist, dann ist sogar hier noch eine kleine Schneiderchance drin. Also erstmal stechen, einen vollen rausnehmen, eine blanke Lusche rausspielen, das ist doch schon mal ganz gut. 10 Augen, wieder den nächsten vollen. Damit komme ich ja der Sache schon näher und vor allen Dingen sieht es dann auch nicht so aus, dass Pik ungünstig sitzt. Hier haben wir es auch gesehen, ich habe es versucht mit dem Pik Ass, der Test, ob die 10 blank ist, das ist nicht der Fall. Damit ist das Spiel gewonnen, Schneider war dann keine Möglichkeit. Aber 120 Punkte für das Spiel, Gang mit 4, Spiel 5, plus die 50 Punkte für das gewonnene Spiel, das ist schon mal ein ganz gelungener Auftakt. Ja, und das sind 6 Volle in nur 3 Farben, also Ass 10, Ass 10, Ass 10. Die ganze Geschichte in Mittelhand. Doch, ihr kennt mich ja, schon mit 5 Vollen kann ich den Schnabel nicht halten und manchmal, selbst wenn da nur 2 Asse dabei sind, also mit 6 Vollen und 3 Assen, werde ich das Ding hier selbstverständlich ein wenig kneten. Es kann ja gut sein, dass Vorhand hier mal 3 oder 4 Buben hat, der hält nämlich schön dagegen. Es kann auch sein, dass er ein Karo hat mit 3, ohne 3 ein Handspiel.
aber das kann ich mir nicht anschauen, zumindest nicht, bevor wir irgendwo Richtung 48 marschieren. So, und ich bekomme es für 40. Und logisch, das ist natürlich jetzt schon so ein Entscheidungsspiel. So eine Karte darfst du jetzt natürlich nicht verlieren. Die muss irgendwie funktionieren. So, und Karo Bube ist ja durchaus willkommen. Und vor allen Dingen bei 40er Reizung ist das noch nicht das K.O.-Kriterium für ein Farbspiel. Wenn ich jetzt Herzbuben etwa gefunden hätte, müsste ich ja schon zwangsläufig auf Grang ausweichen, denn ein Farbspiel Schneider in Mittelhand kannst du wohl auch vergessen. Also habe ich mich jetzt hier nach einigem Hin und Her für den Herz entschieden, denn da kann ich mit zwei Vollen im Keller immer noch die beiden Kreuzstiche für mich reklamieren. Das ist hier, denke ich, jetzt eine ganz gute Möglichkeit, gerade gegen die hohe Reizung. Will man bei 5 Trümpfen, die ich nur habe hier in Mittelhand, doch schon ein paar Augen auch in den Keller tun. So, Karo gestochen, erster Trumpfvoller gerettet, 32 Augen. Ja, und das gefällt mir natürlich gut. Spieler 1 muss gleich mit dem Pikbuben rüber, spielt dann auch nicht Karo weiter, wahrscheinlich weil hinten schon ein Voller kommen würde. Der hat also wirklich sein Karo gereizt, wahrscheinlich Karo Hand mit 2 oder sowas. Spielt mich jetzt in Kreuz an, damit sollte das doch alles gut gehen. So, mein Instinkt sagt mir durchaus, ich könnte noch mal Trumpf spielen, die müssten an sich 1-1 verteilt kommen, aber manchmal ist es dann doch besser, einfach auf Sicherheit zu spielen. Ich bin ja hier schon zu Hause, wenn ich jetzt noch meine Punktkarten ziehe. Und dann wird mir hier Pik Ass eben abgestochen, dafür ist aber meine Trumpf 10 wieder gerettet, sticht hier Karo Ass zurück. Also lieber in dem Moment auf Sicherheit und nicht hier so ein teures Spiel wegen irgendeinem Experiment noch verschenken. So, hat also auch hingehauen. Herz ohne 3 hinterher, 260 Punkte nach einem Päckchen. Ja, wenn man es jetzt einfach so hochrechnet, ne, 4 mal 260, dann kommt man über 1000. Aber leider funktioniert der Skat ja nicht so, sondern das sind ja dann eher die Ausnahmen, dass zwei so satte und auch relativ geschmeidige Spiele hintereinander vorbeigeflogen kommen. Ja, im Überschwang der Gefühle, könnte man fast sagen, habe ich hier sogar noch 18 gehalten. Da hätte aber auch ziemlich gut noch drin liegen müssen, ne? Andererseits, dadurch, dass ich 18 gehalten habe, kann hinten jetzt nicht einen einfachen Karo spielen. Also so ein bisschen arbeiten muss man dann halt doch immer, oder zumindest habe ich es hier versucht. Das kann auch mal in die Hose gehen, aber in dem Fall passiert da nicht viel. Spieler 1 spielt jetzt den Grang, da habe ich immerhin zwei Buben dagegen. Aber ansonsten natürlich nur das Pik Ass. Ob das Pik Ass jetzt eine gute Ausspielkarte ist, ist auch schwer zu sagen. Mit König Dame bestellt, damit willst du natürlich dem Alleinspieler nicht unbedingt eine 10 freispielen. Ja, wäre aber vielleicht besser gewesen, ich greife jetzt hier in die anderen Farben und da fliegen meinem Partner die Zehner nur so aus der Hand. Gut. In Herz stand sie von Haus aus blank, in Kreuz wurde sie rausgeschnippelt. Ja, Karo 10 ist auch noch da, also inzwischen deutet es sich so an, dass mein Pik Ass hier keinen Stich machen wird. Sei es drum. Ja, Pik 10 dann wohl auch noch gedrückt, also da sind wir, ach doch, 89 hat er nur bekommen, sind wir also gerade noch so aus dem Schneider rausgekrabbelt. Ja, 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 da seid ihr ja. Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Drei Büblis haben sich hier schon wieder in meine Hand verirrt, flankiert noch von einem Karo Ass, und auch die Pik 10 nehme ich noch mal als Stärke dazu. Und deswegen sage ich den beiden anderen, ja, reizt mal erstmal, aber wundert euch nicht, ich steige mit dem Blatt auch als dritter Mann noch ein. Das lasse ich mir hier nicht so schnell aus der Hand nehmen. Ja gut, jetzt allerdings, ich bekomme es jetzt hier für 27, zum Glück. Denn so viel weiter hätte ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt gekonnt. Ein Grang wäre dann doch ein bisschen zu verwegen. So, was finden wir? Herz 10, Karo König, nicht überragend gut, aber wenn du drei Buben hast, dann kannst du ja fast alle Findungen immer irgendwie verarbeiten. Also hier wird es jetzt ein 6-Trümpfer Herz, 13 im Keller. Aufschlag gelingt, Schnitt mit Karo König. Wenn jetzt nicht die Trümpfe sehr, sehr einseitig sitzen, dann passiert hier auch nichts mehr. So, damit ist das Spiel gewonnen, würde ich sagen. Trumpf nur 3-2 verteilt. Gibt es einen Trumpfstich hier, 12 Augen. Hier gibt es einen Pikstich und noch einen Karostich.
Also Schneider werde ich wohl nicht schaffen, aber locker mal wieder gewonnen. So, 26. Oh, und jetzt gibt es hier plötzlich doch noch die kurze Gelegenheit. Ja, und es hat hingehauen. Spieler 1 hier mit einem kleinen Stockfehler, der hätte jetzt natürlich besser direkt das Kreuz Ass gespielt, anstelle des Pik König. Es steht selber noch in der bestellten Karo 10 und den Stich hätte er sonst natürlich gemacht. Also mit anderen Worten, der Schneider war jetzt ein kleines Geschenk, was ich natürlich dankend mitgenommen habe. So, Spiel 6. Das Spiel kurz vor der Hälfte. Und das ist ein halber Kreuz, ein halber Null. Auf jeden Fall eine Karte, die wir uns ein wenig genauer angucken und mit der wir uns keinen einfachen Herz anschauen. Für 20 kriege ich es. Jetzt einmal Daumen drücken. Es läuft ja ganz gut. Das wäre schön, wenn das auch funktioniert. Ja, also, und es ist kein Null geworden, sondern mit Karo Ass würde ich sagen, ein deutlich besserer Kreuz. 13 Augen runter. Einmal Ass 10 an der Seite, 6 Trümpfe, da bin ich optimistisch. So, und in dem Fall, wo ich Pik 10 und noch die Dame gedrückt habe, werde ich auch nicht durch Abwurf Pik Lusche gleich direkt die Karte verraten, sondern da steche ich lieber in Herz rein, dann kann hinten auch kein Voller rausgenommen werden und vielleicht ergibt sich jetzt ja noch die Möglichkeit, Pik Lusche dann günstig loszuwerden, wobei man hier sieht, vielleicht habe ich da einen Tick zu schnell oder zu überhastet gespielt, denn jetzt komme ich natürlich selber, nachdem ich jetzt schon das dritte Mal steche und obwohl der Kreuzbube nur zu zweit stand, auch optimal, natürlich zu kurz, das heißt, ich kann nicht mehr die Pik Lusche selber vorspielen, ich muss hier über die Dörfer gehen und von daher hätte ich vielleicht in der zweiten Herzrunde doch meine Pik Lusche mal abtragen sollen. Denn dann hätte ich ein paar Augen weniger abgegeben, das Bild genauer gesagt weniger, und jetzt gewinne ich mit 87, also ja, wenn man das auf die Goldwaage legt, hier war wohl ein Schneider drin, den ich ein wenig leichtfertig habe liegen lassen. Gut, Schwamm drüber, nächstes Spiel, es läuft hier trotzdem die Karte ziemlich rund, und diese 12 Augen, die kann ich hoffentlich verschmerzen. Hier sogar ein Ansatz, ein sehr dünner Ansatz, aber immerhin eine Karte, mit der man noch mal 18 halten kann. Nicht muss, aber kann. Immer in der Spekulation, dass vielleicht auch Hinterhand nur 18 angereizt hat, nicht wirklich die Hand voll hat, und in dem Moment, wo dann 20 kommt, gehen wir dann aus dem Blatt raus, dann wird irgendwann die Chance einfach zu schlecht, noch was entsprechend Günstiges dazu zu finden. Ja, und dem Pik haben wir nicht wirklich Paroli zu bieten. Also mein Partner hat da eben in Herz schon die 10 geschont, an sich habe ich da gar nicht unbedingt schlecht getroffen. Gut, jetzt mit Kreuz hinterher kann auch nichts passieren, der sitzt ganz einfach auch gut verteilt. Trumpf sitzt sehr gut, also Spieler hat vielleicht gar nicht die Riesenkarte, wobei ich meine Beikarte Ass 10, Ass ist ja schon mal ein Beleg, aber nur 5 Trumpf, hat 2 Karos dabei, aber es saß ansonsten alles sehr gleichmäßig verteilt und da konnten wir entsprechend nichts bei tun. Achtes Spiel, ja, und das ist dann auch wieder so ein bisschen wackelig, aber trotzdem, ihr kennt mich ja, das Ding nehme ich mit, das reizt sich zumindest mal, ne? Den Pik ohne 2, den müssen wir schon durchziehen, ist natürlich ein bisschen mulmig, wenn Vorhand da mitreizt, ne? Hat er vielleicht auch mal 3 Buben, aber nein, es war genau richtig, guckt euch das mal an, gefunden wie damals, als die Welt noch tippetoppe in Ordnung war, Pik, Bube und Kreuz Ass, das lobe ich mir, man wundert sich doch manchmal, was man noch für Karten finden kann, wenn da noch Gegenreizungen im Spiel sind, so viel kann jetzt Spieler 3 ja eigentlich gar nicht gehabt haben, Herz oder Pik, oder was wollte er? 22 gehalten, auf 23 gepasst, ein wenig merkwürdig. Ach, guckt es euch mal an hier, vielleicht hat er sich vertan und hat einmal zu viel Ja gedrückt. Er hat offensichtlich 5-mal Herz in der Hand. So, und Spieler 1 schmeißt direkt ab. Ja, ich denke mal, die beiden Buben werden dann auch noch bei Spieler 3 sitzen. Also ganz lupenrein ist mein Gang natürlich auch noch nicht, da muss man durchaus mal ein bisschen durchkalkulieren, aber ich glaube, es ist hier meine beste Möglichkeit zu schnippeln und zu hoffen.
Das sehen wir hier auch, dass nicht danach Herz 10 hinterherkommt und Mittelhand sticht. So, 13 gedrückt, 27. Ich denke, das sieht schon gut aus. Ich ziehe jetzt einfach meine vollen. Wenn Spieler 3 irgendwann sticht, dann bekomme ich dafür im Gegenzug wohl wieder die Herz 10. So, 38, 49. Ja gut, das langt ja schon. Jetzt könnte ich sogar einen Buben spielen. Ja, ich kann eigentlich jetzt natürlich machen, was ich will. Wird wahrscheinlich hier nur noch genau den einen Stich machen. Karo Lusche war natürlich auch noch eine Stehkarte. Und jetzt spiele ich dann auch den Buben. Spiele ich den Buben raus, um mir dann gleich die Herz 10 noch zu angeln. Gut, der Spieler könnte jetzt natürlich Buben zurückspielen, aber wie gesagt, es geht ja, wenn überhaupt, nur noch um Schneider. Der ist eigentlich unrealistisch, aber okay, man versucht es halt mal. So, den werde ich natürlich stechen. Oh, was ist da los? Spieler 1, warum hast du denn da jetzt noch einen vollen draufgelegt? 91, ist das zu glauben? Gegen 2 Buben und 5-mal Herz habe ich den Gang allen Ernstes Schneider gespielt. Das klappt also auch nicht immer. Und das sind dann noch so die kleinen Extra-Freuden, die einem sagen, ja, die Liste läuft, sie läuft wirklich. Und daran kann man es dann auch sehen. Das ist der Beweis, dass wirklich alles vom Feinsten funktioniert. So, jetzt ein bisschen schade hier. Ich komme im 9. Spiel nicht für 22 ran, will jetzt aber auch nicht das gute Ergebnis mit einer überzogenen Reizung wieder riskieren, denn die blanke Karo 10 ist natürlich ein Risikofaktor, der das Handspiel ausgesprochen unattraktiv macht. Und der Viertrümpfer in Kreuz, der lebt natürlich im Zweifel auch nur davon, dass Pik, König und 10 verteilt sind. Also da muss ich dann ehrlicherweise bei 22 mal die Segel streichen. Spieler 1 spielt Grang, okay, 15 Augen. Karo 10 kann man mal anbieten. Sticht er direkt, alles klar. Gut, und jetzt kommt Herz. Und da geht ohne viel Federlizenz Pik Ass von mir rein. Ich stelle ihn hier auf ein Zwei-Farben-Spiel, wenn man so will. Herz zu viert vielleicht, die drei Buben Kreuz zu dritt. Das ist meine Idee. Und jetzt schauen wir mal. So, Kreuz hat er geschnippelt, soweit alles gut. Oh nein, da habe ich mich wohl verspekuliert. Mein Partner hat noch die Kreuzdame, entsprechend der Alleinspieler hat dann nur Kreuz Ass Lusche. Ja, und er hat offenbar Pik oben, Pik 10 und König. Dann hat er auch nicht 4 Herz, dann hat er nur 3 Herz. Ja, ich glaube, wenn ich da das Pik Ass nicht reingehauen hätte, wenn ich darauf gebaut hätte, dann wären wir diesem Spiel wohl auf die Schliche gekommen. Ja, aber doch an sich ein Tick ungewöhnlich. Auch hat er dann gut angefasst, für mich unglücklich. Hätte dann eher erwartet, dass er, bevor er Herz klärt, vielleicht mal Pik klärt. Aber gut, er hat Herz zu dritt, er hat Pik König 10. Kann er auch so rum machen. Na gut, den muss ich mir dann ankreiden lassen, wegen Ahnungslosigkeit oder zu früh das Pik Ass da reingesenkt. Aber eigentlich, ich denke, das würde ich wieder machen, ne? Ich glaube, die Situation ist häufiger so, dass es richtig ist, Pik Ass zu wimmeln, als dass es falsch ist. Ja, und wenn es ein Zeichen braucht, dass ich mir gar nicht so viel vorzuwerfen habe, dann ist es vielleicht das hier. Guckt euch das mal an. Ass 10, Ass 10, Ass 10, Kreuz 10 und Kreuz Bube 7 volle und dann das Ganze noch in Vorhand bei Passe, Passe. Nee, den Skat nehme ich nicht auf. Das Ding machen wir als Grand Hand. Buben kommen schon mal. Ich denke, das sollte kein Problem werden, hier dieses Spiel zu gewinnen. Obwohl die Kreuz 10 ein kleines Risiko natürlich ist. So, 17, 28. Ja, es ist an sich so ein bisschen wieder die Frage der Reihenfolge, ne? Luxusprobleme. 39, 42. So. Ziehen wir Herz 10, 56, ich denke jetzt Pik 10, Spieler 3. Oh, was ist denn hier los? Wieso sticht er jetzt Pik 10? Pik Ass hat er verweigert und jetzt sticht er Pik 10. Wir haben erst 56 und daran sieht man vielleicht auch, was jetzt hier passieren kann. Wenn er jetzt auf Kreuz eine Übergabe spielt und ich mache keinen... Oh, alles safe, Kreuz Ass im Stock.
Aber da kann man mal sehen, wie riskant das Ding plötzlich hier geworden ist. Wenn jetzt nicht das Kreuz Ass im Stock liegt, dann wirft man der Partner auf die Herz Dame einfach den letzten Karo weg, nimmt auf Kreuz das Ass mit und dann mache ich keinen Stich mehr, habe womöglich diesen riesengrangen Hand verloren, weil eben am Ende mit den 6 Vollen es nicht nur auf diese, oder den 7 Vollen, es sogar auch ein bisschen auf die Reihenfolge ankommt, wie du sie abziehst, und das ist nicht immer hundertprozentig sicher zu sehen. Also einmal durchschnaufen, 692 Punkte, 6:0, 2 Spiele noch. Das ist doch mit Sicherheit meine Fahrkarte in die Rocket Monatsmission. So eine Serie brauchst du Richtung 700, damit du dich hier in der Wochenqualifikation behaupten kannst. Wirklich eine von diesen richtig schönen, steilen Serien, die sollte dabei sein. Ja, und manchmal ist es so einfach. Da kommt einfach die Karte, dann noch ein bisschen Glück. Hier läuft ja auch wieder, guckt euch das mal an, Karo 10 noch im Stock zu einem grundsoliden Farbspiel. Ja, den wird man wohl auch nur ganz, ganz selten verlieren. Keine große Gegenreizung, da denke ich mir auch nicht, dass jemand jetzt Kreuz oder Herz links und rechts gestochen wird. Ich glaube, da geht es hier, wenn dann, nur um Schneider, ne? Das ist ja mal richtig eine Serie, die einfach nur Laune macht. Da macht es richtig Spaß. Jetzt kommt Kreuz 10 hinterher. Gut, kann ich mir schon erlauben, vielleicht mal nur mit dem Buben zu stechen, nicht da 2 Volle auf dem Haufen hinzulegen. Gehe ich hier jetzt rauf mit der 10? Ja, okay, stich da über. So, jetzt bin ich hier gerade noch mal ein bisschen am Rechnen. Was hatten sie denn überhaupt? Habe ich jetzt überhaupt noch eine Schneiderchance? So viel können sie ja trotz dieses Überstiches noch gar nicht haben, und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, Schneider geht nur, aber wenn Herz kein Stich mehr abgegeben wird, die 4 Augen wären zu viel, deswegen rausnehmen. Und so ist es auch, Herz steht 2-2, das war also die richtige Entscheidung, zumindest gebe ich deswegen hier keinen Stich mehr ab. Und von den Augen war es auch korrekt, gewinne jetzt mit 93 Augen, also den Herzkönig durfte ich nicht mehr laufen lassen und habe jetzt also vor dem letzten Spiel 778 liegen. Das ist ein Ergebnis, mit dem sich alle mal hier was anfangen lässt. Ja, und dann lassen wir das hier auch ausklingen, lassen wir das so stehen. Mit dieser Graupe in Mittelhand bin ich jetzt nicht mehr bereit, nochmal ein Risiko einzugehen. Allerdings, vielleicht kommen ja noch 40 dazu, denn immerhin bin ich eine Farbe frei und habe reichlich volle, die ich vielleicht versenken kann auf Trumpf meines Partners zum Beispiel. Wollen wir also mal noch nicht komplett abschalten, sondern die Konzentration hier im letzten Spiel auch noch aufrechterhalten. Erfreulich erstmal, beide Spieler sind zugange beim Reizen. Das könnte heißen, dass es etwas, dass es nicht so einseitig wird, sondern eine interessante Partie. Ja, okay, aber Spieler 3 hat einen Grang. Und wie mag der wohl aussehen? Was hat mein Partner jetzt für eine Idee? Kommt er vielleicht auch drauf, jetzt Kreuz zu treffen? Er kann es natürlich nicht wissen, ich habe gar nichts gereizt, also dass Kreuz jetzt hier die starke Farbe ist, das kann mein Partner natürlich nicht wissen. So, komm ran. Karo 10, das ist ja mal eine ausgesprochen verdächtige Karte. Also normalerweise will der Partner mit der 10 anzeigen, dass du stechen sollst, dass das Ass dann vielleicht blank sitzt, ne? Dass der wirklich 6 mal Karo von unten hat oder so. Aber er hat ja nicht Karo gereizt, er hat 0 gereizt. Gut, da kann er auch 6 mal Karo von unten haben. Aber ich habe mir gesagt, gut, ich habe keinen Buben, ich kann nicht stechen, und deswegen hoffe ich einfach mal, dass es die zweite Variante ist, die man auch ab und zu mal sieht. Der Alleinspieler hat vielleicht 4 Karos oder 5 mit Ass und 10, will das eine Auge schonen, und der Alleinspieler muss vielleicht eben doch bedienen, weil er dann in Kreuz vielleicht den König oder so im Keller hat und nicht beide Karos drücken kann. Also ich hoffe mal, dass das Ass bei meinem Partner ist und lade da einfach durch im Siegssinne, da ich eben sowieso keinen Buben habe, um hier zu stechen. Ja, ich denke einfach, da jetzt nur eine Lusche oder ein Bild reinzulegen, das hätte auch nichts gebracht, aber schade, schade, sowas nicht. Karo Ass doch beim Alleinspieler, der hat jetzt natürlich mit diesem fetten 32er-Stich wohl alle Trümpfe in der Hand.
jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist der Pik-Bube auch rausgezogen. Ja, dann werden wir wohl nicht gewinnen, das Spiel. Gehe ich Herz mal hier in Schnitt jetzt auf die Jagd nach dem Herzkönig. So, schaut mal an, zwei Kreuzen sind im Keller. So, jetzt wäre es natürlich gut, wenn Spieler 1 ihn jetzt anspielt, damit ich hier nicht selber mit meinen Herzen anwackeln muss, aber raffiniert nochmal getaucht vom Alleinspieler. Gut, kann ich Kreuz Dame anbieten, das höchste, was ich noch habe, um ihm den Abwurf Herz König so sauer wie möglich zu machen. Aber mein Partner, der hat auch nichts mehr, beziehungsweise er hat noch was. Hier kommt plötzlich Karo Dame und hier kommt plötzlich Pik König. Ich habe eine Lusche bekommen. Ja, mit Pik König rein wären wir bei 31 gewesen. So sind wir im Schneider geblieben, aber das ist jetzt hier wirklich nur eine relativ unerhebliche Seitennote. Die Serie lief für die beiden anderen nicht ganz so rund. Die haben zwar kein Spiel verloren, aber auch nicht viel abbekommen. Bei mir ist die Karte richtig gehend abgegangen und explodiert und hat mich auf 778 Punkte geführt. Ja, und das war letztlich auch die Serie, die mich so lässig ins Monatsfinale des Rockets getrieben hat, wo ich dann allerdings, wie ihr ja mit mir erlebt habt, wieder schön auf die Rübe bekommen habe. Und insofern, die Geschichte wiederholt sich. Irgendwann in den nächsten Wochen steige ich wieder ein. Und dann wird es auch wieder weitere Versuche, weitere Trommelserien geben, bei denen ich versuche, das hier zu wiederholen. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir für den Moment durch. Freitag werde ich hoffen, noch mal ein Video zu machen. Samstag bin ich schon im Urlaub. Da gibt es also keinen Live-Skat, erst die Woche drauf wieder. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem auch gut durch den Sommer kommt, dass ihr am Ball bleibt und natürlich, wie immer, am Ende gut bleibt.